Boom, ihr habt die Sprue aus eurer Box geholt und ich zeige euch jetzt am schnellsten zum Modell kommt. Ja, als allererstes braucht ihr eine schöne Pfanne, wie diese zum Beispiel. Braucht nicht die von Gewesel, einfach eine billige. Ich würde sagen, bloß einfach darauf achten, dass die eine schöne Spitze hier hat. Ja, da habt ihr euer Modell jetzt rausgeholt aus der Sprue und jetzt geht's los. Ihr braucht ein einfaches Cutter Knife. Ich würde empfehlen, richtig schön auf die Klingen zu wechseln und ein schön scharfes Cutter Knife am Start zu haben, damit ihr schön schnell die Gussgratreste entfernen könnt, dann nochmal mit so einer putzenden Motion ein bisschen nachreinigen und dann braucht ihr so einfache Putzstäbchen, die kaufe ich bei Amazon oder so für sehr wenig Geld. Putzt ihr nochmal ein bisschen drüber über das, was ihr gerade schon entfernt habt. Ja, und damit ist euer Modell eigentlich schon ziemlich clean. Dann habe ich noch so ein kleines Putztool, wo ich nochmal ein bisschen mögliche Reste, die übrig bleiben, entfernen kann. Aber auch eine einfache Zahnbürste oder sowas. Eine Zahnbürste habe ich auch im Stall. Ja, dann ganz wichtig für das Gun Barrel, schön Bohrer benutzen. Dann braucht ihr irgendeinen billigen, einfachen Plastikkleber. Ja, und schon habt ihr euer fertiges Modell.